Die gute Nachricht zuerst. Die Bahnen in Hannover fahren noch. Wann sie allerdings kommen, das kann man auf vielen Displays heute nicht mehr sehen. Denn ein Hackerangriff hat die IT der Östra Verkehrsbetriebe ziemlich aus der Bahn geworfen. Die Östra ist Opfer eines Angriffs mit einer sogenannten Schadsoftware geworden. Man kann es, wenn man will, kann man es übersetzen mit einem Hackerangriff, der unseren Betrieb nicht lahmgelegt hat, der aber im Grunde alles andere extrem einschränkt. Also im Grunde alles, was mit Verwaltung zu tun hat, alles, was irgendwie netzbasiert bei uns arbeitet, ist momentan nicht möglich. Mail und Telefon sind weitestgehend tot. Außerdem können sich Kunden des Großraumverkehrs Hannover, GVH, online nicht mehr einloggen, um zum Beispiel ihre Abos auf das 49-Euro-Deutschland-Ticket umzustellen. Nun ermitteln die Cybercrime-Spezialisten der Polizei. Die Polizei hat am 31. März eine Anzeige wegen Computersabotage aufgenommen. Es handelt sich um einen Angriff auf ein hannoversches Verkehrsunternehmen. Das Fachkommissariat Cybercrime hat in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt die Ermittlungen eingeleitet. Diese gestalten sich allerdings sehr schwierig, weil die Täter sehr professionell agieren und die Ermittlungen dauern an. Die Östra nicht das einzige Opfer der Hacker. Erst im November wurde Hannovers Energieversorger Enercity angegriffen. Auch andere große Unternehmen wie Continental wurden erpresst. Einfallstor sind in der Regel sogenannte Phishing-Mails. Die Schwachstelle ist derjenige, der in einem verdächtigen Mail-Anhang vielleicht auf Herunterladen klickt, etwas ausführt, etwas installiert. Wenn eine Firma infiziert ist, dann schlummert dieses Angriffsprogramm erstmal im Firmennetz und spioniert das so ein bisschen aus, und wenn dann jemand aus dieser kriminellen Bande sagt, das könnte ein lohnenswertes Ziel sein, dann wird die Verschlüsselung ausgelöst, dann breitet es sich im Netzwerk systematisch aus und legt alles lahm, was es erreichen kann. Die Netzwerke für den Bahn- und Busverkehr sind glücklicherweise getrennt von der restlichen IT. Wann man wieder auf sein Kundenkonto zugreifen kann, ist allerdings noch unklar. Unsere IT arbeitet wirklich 24 Stunden lang durch, um das Problem zu lösen. Wir haben erstmal alle Computer vom Netz genommen und arbeiten jetzt daran, das alles wieder hochzufahren und zu gucken, wo läuft es und wo läuft es noch nicht. Aber es ist halt zeitlich gerade wirklich nicht genau zu sagen, wann es wieder losgeht. Deswegen ein bisschen Geduld, und dann hoffen wir, dass wir eine vernünftige Lösung auch zum Deutschland-Ticket anbieten können über den GVH. Neben der Polizei hat sich die Östra nun auch Hilfe von externen Computerspezialisten geholt, in der Hoffnung, dass auch die IT bald wieder in die richtige Spur kommt.